Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gerade alleine daheim, das heißt Christian ist auch da, aber der ist im Arbeitszimmer, der unterrichtet gleich eine Stunde. Der wollte für diese kurze Zeit nicht in den Unterrichtsraum fahren und hat gesagt, er macht das von zu Hause aus. Und Luisa ist mit der Oma unterwegs. Ja, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen aufgeräumt und mal wieder durchgesaugt. Bleibt momentan eigentlich nicht aus, dass ich mindestens jeden zweiten Tag sauge, weil Mamba einfach von der Baustelle immer so viel Dreck mitbringt und auch Luisa vermehrt wieder im Sandkasten spielt und wir das dann irgendwie alles in der Wohnung haben und ich hasse das. Ich kann das partout nicht leiden, wenn ich hier morgens aufstehe und barfuß bin und dann durch diesen ganzen Sand und dieses ganze Gedöns laufe. Das triggert mich echt total. Deswegen sauge ich eigentlich immer gleich mal so nach dem Frühstück einmal durch. Das sind 20 Minuten am Tag, die ich wirklich in der Früh gleich drauf verwende, dass ich hier ein bisschen Ordnung mache, ein bisschen sauber mache. Und dann hat man sich eigentlich schon diesen großen Hausputz oder Wohnungsputz gespart. Klar gehen wir noch einmal dann in der Woche ein bisschen gründlicher durch, aber es ist jetzt nicht so, dass das 3 Stunden dauert dann. Finde ich sehr praktisch, muss ich sagen. Dann habe ich hier gleich mal mein schlaues Buch parat gelegt. Da schreibe ich immer alles rein, was ich so im Kopf habe, was ich vorhabe, Pläne, auch finanzielle Dinge. Also, dass ich da aufschreibe, was noch ausstehend ist von Schülern eventuell etc. pp. Und auch heute werde ich da ein paar Finanzen regeln, also in diesem Buch, aufschreiben. Ich habe immer noch eigentlich alle meine Konten, die ich habe, nicht vor Ort, sondern entweder in meinem alten Wohnort, bisschen außerhalb von München, was mir überhaupt nichts bringt, oder in meinem alten Heimatort. Und ich kann eigentlich nicht wirklich agieren. Das heißt, ich werde jetzt da mal reinschreiben, wie ich das mache mit dem Auflösen der Konten und auch mit dem Umbuchen. Ich glaube, es gibt Umzugsservice bei vielen Banken. Oh, das ist so ein Thema, das mich echt innerlich stresst, aber ich habe das jetzt schon so lange vor mich hergeschoben und vor mir hergeschoben. Und ich denke, das ist jetzt mal an der Zeit, dass ich das mal angehe, gerade weil Christian und ich jetzt auch ein Gemeinschaftskonto einfach eingerichtet haben und ich ein bisschen besseren finanziellen Überblick haben möchte. Das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Habe noch nicht wirklich damit angefangen. Wir haben jetzt März, also es ist jetzt höchste Eisenbahn. Und dann nehme ich euch noch mit danach. Ich backe Muffins, Kirschmuffins für die kleine Maus. Ich bin gerade in so einem kleinen Meal Prepping Prozess, würde ich sagen. Ich muss dazu sagen, ich bin diesem ganzen Meal Prepping gegenüber nicht nur positiv eingestellt. Ich verstehe schon, dass das für den Tag selber dann eine Erleichterung ist, aber ich finde, um das alles wirklich vorzubereiten für eine Woche und das abwechslungsreich zu haben, da muss man schon mal so 3-4 Stunden am Stück in der Küche stehen. Und ich finde es dann doch einfacher oder ich finde eher die Zeit, eine halbe Stunde pro Tag in der Küche zu stehen, wo ich die kleine Maus mit einbinde, als wenn ich mich jetzt da wirklich hinstelle und einfach da ein paar Stunden dafür brauche. Aber was ich immer zwischendurch mache jetzt, ist, dass ich für sie kleine Snacks vorbereite, die ich einfrieren kann. Und Mami Blog hat da jetzt ein neues Video dazu rausgebracht, was ich total cool finde. Und ich habe da jetzt schon die Müsli-UFOs gemacht und nicht genau die Waffeln, aber auch Waffeln gemacht, die ich jeweils eingefroren habe. Müsli-UFOs kommen super gut bei der Luisa an, wirklich. Sie wird am liebsten alle auf einmal aufessen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass ihr Haferflocken und Nüsse und Beeren kleinschreddert, zu einer Mousse macht, mit ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Saft und das dann zwischen 2 Oblaten packt. Und Luisa liebt das wirklich. Und die kann man eben auch total klasse einfrieren. Wenn ich da was brauche, dann nehme ich mir 2 raus für den Tag. Die sind ruckzuck aufgetaut. Finde ich sehr praktisch. Und heute möchte ich eben noch diese Kirschmuffins machen. Da habe ich die Zutaten in der Küche schon vorbereitet. Werde ich euch dann gleich zeigen. Ja, und dann packen wir zusammen Muffins später. Ich habe jetzt alles in meinem Buch geschrieben, habe auch gleich noch eine Stichpunktliste gemacht. Das mache ich ganz gerne. Da packe ich wirklich alle Ideen rein, die ich gerade momentan im Kopf habe
und mache da kleines Sammelsurium mehr oder weniger. Das hilft mir einfach, dass ich die Dinge dann aus dem Kopf habe, aber dass ich weiß, sie stehen irgendwo, ich muss nicht mehr dran denken, ich kann da reinschauen und kann das nach und nach abarbeiten oder meine Ideen umsetzen. Das finde ich persönlich sehr, sehr hilfreich und gerade momentan habe ich echt so viele neue Ideen in meinem Kopf. Unter anderem möchte ich mit Christian zusammen gerne eine Online-Gesangsschule aufbauen mit einem Kurs, wo natürlich auch Videos dazu gedreht werden müssen. Aber erstmal muss man sich über die Themen klar werden und so weiter und so fort. Also das wird sehr viel Arbeit werden, aber wir möchten das gerne so bis ja, Anfang nächsten Jahres eigentlich fertig haben, damit wir das dann auch anbieten können. Und all diese Dinge, wie ich das umsetze und ob ich mir da eventuell Hilfe hole. Ich habe eine Schülerin, die beim SWR arbeitet und die mir da vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen könnte, gerade was Filmen und Schnitt und so weiter angeht. Ja, das habe ich auf jeden Fall jetzt alles hier mal reingeschrieben. Aber auch, wie ich ein bisschen mehr Zeit mit Christian verbringen kann, wie wir das organisieren können und was wir auch machen können in diesen Corona-Zeiten. Vielleicht kennt ihr das ja aus eurer eigenen Partnerschaft. Es ist momentan gar nicht so leicht, dass man irgendwelche schönen Aktivitäten zusammen unternehmen kann. Natürlich kann man sich beim Bäcker einen Kaffee holen und kann um den Block gehen, aber das ist jetzt nicht das, was ich mir so wirklich unter einem schönen Date vorstelle und auch abends auf der Couch sitzen und eine Serie schauen. Klar ist das schön, aber das ist nicht das, was ich momentan brauche einfach. Und ich denke, da werde ich mich vielleicht mal am Freitag mit Christian hinsetzen und werde mal besprechen, was eigentlich unsere Optionen momentan sind, wo man ja nicht allzu viel unternehmen kann. Und dann werden wir das auf jeden Fall wieder in unseren Alltag integrieren. Jetzt beginnt ja ab nächster Woche auch wieder die Kita, beziehungsweise die Spielgruppe, wo Luisa ist, wo sie dann regelmäßig hingehen wird, 3x3 Stunden in der Woche. Und das ist Zeit, die wir zum einen eben für solche privaten Dinge nutzen können, aber auch um unsere beruflichen Ziele so ein bisschen mehr zu verfolgen. Ja, genau, also das ist der Plan. Aufbruchsstimmung, mehr oder weniger, könnte man sagen. Und jetzt nehme ich euch wirklich mit zum Muffinbacken. Also ihr seht schon, ihr braucht dafür wirklich wenige Zutaten. Wir haben einmal 50 Gramm Butter, ein Ei, 60 Milliliter Buttermilch, 125 Gramm Mehl mit ein bisschen Backpulver vermischt. Dann habe ich hier Apfelmark, weil in Apfelmark eben kein zusätzlicher Zucker drin ist. Der ist nur in Apfelmus drin. Das sind auch nochmal 60 Gramm. Und ein paar abgetropfte Sauerkirschen aus dem Glas. Und daraus mache ich jetzt einen Teig. Ich habe demnächst etwas sehr Interessantes aus einem Video von Sallys Welt gelernt. Ich liebe ihre Videos, sie backt so tolle Sachen und sie hat gesagt, dass man für Rührteig diese Art von Schneebesen nimmt. Ich habe das vorher nicht gewusst oder Rührer nimmt, das ist ja kein Schneebesen in dem Sinn. Und zwar diesen flachen, weil der eben nur gerührt und nicht aufgeschlagen werden soll. Und ich habe das jetzt demnächst bei einem Apfelkuchen so gemacht und der wurde mega locker, total gut. Ich glaube wirklich, das hat was mit dieser Art von Rührer zu tun. Also Rührteig. Den flachen Rührer nehmen. Mein Teig ist jetzt soweit fertig, also wirklich ein ganz normaler Teig. Ich habe nur darauf geachtet, dass alle Sachen, die ich da rein habe, also die Eier und die Buttermilch und die Butter, dass die wirklich auch die gleiche Temperatur hatten. Also die waren jetzt bestimmt eine Stunde draußen gelegen. Ich mache jetzt noch die Kirschen rein und dann kommt das in die Muffinförmchen. Ihr seht schon, das gibt jetzt nicht ultra viel. Also es ist nicht ultra viel Teig, es gibt nicht ultra viele Muffins. Aber eben gerade so, dass man ein paar einfrieren kann und immer mal einen rausnehmen kann, was jetzt in der Sache ist. So, dann mache ich da jetzt eben kurz noch die Kirschen rein. Wie gesagt, der habe ich abtropfen lassen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man das nicht macht, dann werden die Muffins manchmal einfach so ein bisschen spindig. Also ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt. Einfach so ein bisschen matschig. Genau. So. Einmal kurz verrühren und jetzt fette ich noch meine Muffinform ein und ich persönlich bin absoluter Fan von diesen Backtrennsprays. Seit ich das benutze, ist mir wirklich überhaupt nichts mehr haften geblieben. Und das geht so schnell, man muss keinen Pinsel benutzen. Ich finde das super, ich liebe es.
Wenn ihr das noch nicht kennt, dann probiert die mal aus. Gibt es auch bei Rewe. Also gibt es ganz unterschiedliche. Ich habe jetzt das von Sally's. Ich habe übrigens keine Kooperation, nur um das noch kurz zu sagen. Während jetzt meine Muffins im Ofen sind, ich denke, das dauert so ungefähr 20 Minuten, länger wahrscheinlich nicht, werde ich jetzt mal das Mittagessen noch vorbereiten. Es geht eigentlich ganz rucki-zucki. Ich habe ein bisschen Gemüse und da werde ich jetzt so eine Couscous-Gemüsepfanne draus machen mit einem Joghurt-Minz-Dip, damit dann, wenn die Kleine zurückkommt, auch alles einfach fertig ist. Wenn ihr beim Zwiebeln übrigens die Zunge nach draußen nehmt, dass ihr die so richtig rausstreckt, dann tränen euch die Augen nicht. Sieht zwar ein bisschen behämmert aus, aber es hilft tatsächlich. Und ich habe auch den Trick mit dem Schluck Wasser schon ausprobiert. Der hilft mir persönlich zum Beispiel gar nicht, also dass man einen Schluck Wasser in den Mund nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese eingepackten Brokkoli, deswegen kaufe ich die 100-mal lieber auf dem Markt. Die nerven mich so, weil ja es gibt einfach immer so viel Dreck. Also wenn man die auspackt, dann bröselt einem das überall hin und bis man dann diesen ganzen Brokkoli-Rest wieder aufgesammelt hat, das dauert einfach. Naja, jetzt haben wir halt nur einen aus dem Supermarkt. Da muss ich wohl durchgehen. Ich hole jetzt mal die Muffins raus und mache mal die Stäbchenprobe. Vielleicht bei dem dicksten. Ja, die sind durch. Aber sowas von. Perfekt. Das Mittagessen brodelt jetzt vor sich hin. Also brodelt ist übertrieben. Eigentlich muss nur der Couscous in der Pfanne noch durchziehen. Das ist ja so ein Instant-Couscous. Und es ist halt super easy, weil es so ein One-Pot-Gericht ist. Also ihr könnt einfach alles in einer Pfanne machen. Was ich immer sehr, sehr schön finde, dann muss mein Mann nicht allzu viel aufräumen. Hier im Hintergrund ist er trotzdem gerade am Werkeln, netterweise. Genau, also meine Muffins sehen sehr lecker aus. Und ich werde die jetzt mal für euch noch aus der Form holen, weil ich ja gesagt habe, mit diesem Backtrennspray geht das super easy. Damit ihr das seht, will ich euch das natürlich auch zeigen. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der klassische Vorführeffekt und es geht überhaupt nicht. Aber... Ja, alle heil draußen. Genau. So, die lasse ich jetzt noch fertig abkühlen. Dann kriegt die Luisa heute einen und die restlichen friere ich ein. Ich muss da jetzt mal noch so ein bisschen Flüssigkeit zugeben, weil das zu wenig war. Ich habe es jetzt noch nicht gewürzt. Normalerweise nimmt man da Gemüsebrühe, aber da Luisa ja mit isst, werde ich ihr erstmal was abzweigen dann. Und zum Schluss werde ich für Christian und mich das einfach noch ein bisschen würzen. Meine 3 Stunden ohne Kind sind jetzt vorbei. Und ich ziehe mich jetzt an und hole die kleine Maus ab. Und dann werden wir, denke ich, zuerst mal Mittagsschlaf machen und dann essen. Mamba, und du? Was machst du? Du streckst dich ein bisschen, ja. Und dann muss ich leider den ganzen Nachmittag arbeiten. Aber ich weiß wenigstens, dass jetzt soweit alles vorbereitet ist, dass die Wohnung sauber ist und dass sie dann eine ganz, ganz schöne und entspannte Zeit einfach mit dem Papa verbringen kann und die beiden sich um nichts anderes kümmern müssen, als dass sie miteinander spielen. Und du, Mamba, kommst mit mir mit, ha? Huh?